Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Gegensatz zu dem, was Sie in den letzten 5 bis 6 Minuten hören durften, redet jetzt ausdrücklich kein Untertan mit Ihnen, sondern ein frei gewählter Abgeordneter des hessischen Volkes, das aus Bürgerinnen und Bürgern besteht, so jemanden wie Sie auch in Zukunft nicht mehr wählen werden. Und meine Herren von der AfD, dass Sie sich die einzige Dame, die bei Ihnen ist, wird bei mir mit dem Begriff Herr immer mitgedacht in Ihrem Sprachgebrauch, das wissen Sie doch. Und meine Herren von der AfD, dass Sie sich selber als Untertan bezeichnen, kann ich nun wirklich nicht zuordnen, obwohl ich die ungern in Schutz nehme. Meine Damen und Herren, wir haben in Hessen die Regelung vereinbart, Gesetze zu befristen, um regelmäßig zu evaluieren, ob wir die Regelung noch so oder eventuell überhaupt brauchen, bzw. was inhaltlich angepasst werden muss. Dazu soll eine Evaluation stattfinden, soweit so gut. Eine Evaluation dient nach allgemeinem Verständnis der rückblickenden Wirkungskontrolle, der vorausschauenden Steuerung und dem Verständnis von Situationen und Prozessen. Anhand der Evaluationsdaten können dann untersuchte Prozesse angepasst und optimiert werden. Dazu werden Daten methodisch erhoben, systematisch dokumentiert prüfbar zu machen. Standardverfahren zur internen und externen Datenerfassung sind Befragung, Beobachtung, Monitoring, Test, Fragebogen, Materialanalyse. Die Bewertung erfolgt durch den Vergleich der ermittelten Ist-Werte mit vorher explizit festgelegten, operationalisierten und begründeten Soll-Werten anhand festgelegter Indikatoren. Evaluation muss bestimmte Gütekriterien erfüllen. Neben den Grundvoraussetzungen Nützlichkeit und Objektivität sind dies Reliabilität, Validität, Ökonomie und Normierung. Meine Damen und Herren, im Falle des heute zu beratenden Sammelgesetzes hat uns die Landesregierung wie üblich dankenswerterweise die Evaluationsunterlagen zur Verfügung gestellt, sodass wir nachschauen können, was eine solche Evaluierung bringt. Ich werde Ihnen das am Beispiel der Verlängerung des Bannmeilengesetzes vorstellen, indem ich Ihnen die 3 Ergebnisse in voller Länge vortrage. Keine Angst, das geht schneller als die bereits erfolgte Vergewisserung, was eine Evaluation ist. Erstes Beispiel. Als eigenständige Rechtsnorm bestehen bleiben soll. Das einzige Interessante an diesem Beispiel ist der Grammatikfehler. Zweites Beispiel. Es bestehen bezüglich der genannten Änderungen keine Bedenken. Drittes Beispiel. Es gibt hinsichtlich der vorgesehenen Anpassung des Gesetzes über die Bannmeile des Hessischen Landtages keine Änderungswünsche oder ergänzende Anmerkungen. Meine Damen und Herren, Sie werden mir zustimmen, dass der Erkenntnisgewinn gering ist. Wir also eine Beurteilung, ob wir die Regelung noch so oder eventuell überhaupt brauchen, bzw. was inhaltlich angepasst werden muss, so nicht vornehmen können. Deswegen brauchen wir eine ernsthafte Diskussion darüber, wie wir unser hessisches Verfahren der Befristung und regelmäßigen Sammelgesetze zur Verlängerung der Befristung überarbeiten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.